Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit der Fraktion der offenen Hosen. Hose. Und Eiswürfel. Und Eiswürfel. Weil ja, am Ende steht ja die Frage, vielleicht habe ich ja keine Ahnung. Das Paul, Junge. Ja, und ich bin eine Biene. Hardware, Biene, aber. Benny heißt. Ich kann nicht mehr, ey. Wir müssen aber noch ein paar Folgen schaffen. Ja, genau, so sitze ich jetzt auch da. So, wo sind denn meine Bomben? Zugelebt. So. Wo sind meine Tiere? Ja. Damit du sie bestäuben kannst, ne? Nein, das ist nicht gleich, aber. Dann Radtürisch hier. Oh Mann. Ich bin da Radtürisch. Warum läuft der hier? Ich weiß nicht, warum er läuft. Ich, ja. Wir haben heute wieder keinen Spaß. Nee. Wir sind alle total ernst. Alles so pornorös hier. Pornorös. Was heißt denn pornorös? Naja, obszön halt. Also. Obszön? Ja. Ist das so wie Opossumme? Ja, ja. Nacktrasierte Opossumme. Nacktrasierte Opossumme. Drei Köpfe. Ja. Und 20 Titten. Der Torino haben wir jetzt noch nicht da gezählt, aber. Wenn du das sagst, dann würde ich das machen. Jetzt bringen wir sogar schon Billy ins Grab. Ja. Ja, auch Potten, ne? Ja, stell dir mal so eine schöne Bastlerwerkstatt vor, ne? Wo man schön Autos reparieren kann. So eine schöne große Garage. Und dann so ein schöner Kalender, wo jeden Tag ein anderes sagt, das sofort so zu sehen. Ja. Oh, jeder hat da so seine Träume und Wünsche. Oh Mann. Dann macht das Boss auch mehr. Ja, die Fantasie geht schon wieder mit mir durch. Sie brennt im Kopf. Oh. Ah, ich kann nicht mehr. Und das war auch kein nacktes Opossum hier. Das ist doch kein nacktes Opossum. Nacktes Eichhörnchen, ne? Ah. Lupschohren, ja. Damit du dich gar nicht beobachtet fühlst. Ja, kannst du dich nicht einfach von hinten anschleichen? Nee, das hat er gesehen. Ich wollte schon sagen, das dreht einfach die Ohren glubscher um. Seht dich kommen! Wo ist denn meine letzte Bombe? Ich bin wieder blind. Da oben. Da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Ah, Abendkampf gewonnen. Zumal kleine Schleichratte, weißt du, mit der fetten Bauerarmer hier Erdbeben verursachen, aber kleine Schleichratte. Ja, der wollte ja halt höflich sein, das ist halt eine Frau. Hätte er dann sagen sollen, ja. Na, du fetten Huftier! Sie haben dich nicht gesehen. Wir haben dich nicht gesehen. Voll, dann voll. Nein. Ja. Aber er hat dir nicht zugestimmt, er hat Nein gesagt. Auch noch. Er wollte dir nicht zustimmen, partout nicht. So, wir können da einmal wieder zurückholen. Das ist doch schon mal schön. Oh. Ja. Ab die Luzi. Ab
die Luzi, auch noch Luzi. Ich habe gesagt, da geht's ab wie Luzi. Achso, ab wie Luzi. Wo haben wir denn jetzt hier? Keine Schlinger, kein gar nichts. Beschwer mich. Aber coole Myelurks. Die spielen immer so mit irgendeiner grünen Katze oder so. Hast du nicht gerade so gebettelt? Die hat bestäubelt. Ne, gebettelt. Ne? Was siehst du, da hinten ist doch ein Schlinger. Der Schlingel, wa? Der Schlingel, der wollte sich rausschlingeln. Na, warte. Jetzt haben wir dich. Jetzt kriegst du die Laserstrahlen des Todes. Und zur Asche verschmolzen. Noch eine Schatzkarte. Yippie. Was haust du mich mit deinen roten Augen? Ich hab drei, ja? Hau ab! Ja, hau dich mit den Augen. Ja, Myelurk mit seinen roten Augen hat er mich gehauen. Also richtig anvisiert, sagst du. Ja, so richtig anvisiert. Hat er mal Angst gemacht. Ich hol gleich meinen Mando, dann verprügelt er dich. Ich glaube, der hat bessere zu tun. Gerade ja. Das weiß ich doch. Ah, wir verstehen uns sogar, ne? Wir haben es ja schon gemacht. Ah, die Männerliebe gucken, stinkt ja hier schon, du. Also neidisch. Ja. Oh. Ich brauch auch irgendwann mal eine Schwester hier. Schwester? Ja. Deine Hautlappen. Mich denn? Meine Hautlappen reichen nicht, ne. Wo soll nur die Sicht drauf malen? Hallo! Hallo. Oh. Kommt doch eh nie zu Wort. So, schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben versagt und Knochenfräser. Was? Wir haben versagt? Versagt. Wieso versagst du? Ja, ich doch nicht, Mensch. Der komische Doktor, der da tot unter ihm rumliegt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch der Gynäkologe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch der Gynäkologe. Weiß ich doch nicht, was er mit dem gemacht hat. Aufgegessen? Die Luft gejagt? Ja, jedenfalls sieht er sehr tot aus. Naja, gut. Mach Mund-zu-Nase-Beatmung. Oh, aber eine fette Zwiebel fressen. Nicht? Also, ich kann's mit Zwiebeln da nicht so schocken. Ein bisschen ordentlich Knofi und dann machst du Mund-zu-Nase-Beatmung. Oh Gott. Gut, dass ich nicht so gut riechen kann. Ja, bei dir hilft's aber trotzdem. Das ist ein Gerücht. Ein Gerücht, so. Also. Ja, mal kriegst du den Boden. Mann. Sag mal, wo ist denn jetzt hier? Das ist schon fertig. Ich habe sie schon irgendwo erwischt. Verdammt, ich habe nicht drauf geachtet. War schon wieder in Raserei. Oder hat mir hier der... Nee, der so viel Schaden hat er nicht gemacht. Nein, ich finde meine legendäre Ratte nicht. Oh. Ich habe nicht drauf geachtet, ich habe einfach nur alles umgebracht, was mir vor der Nase kam. Tja. Verdammt. Ich finde die blöde Ratte nicht. Wo ist sie? Müsste der Turtle damit uns agieren. Raserei ist nicht gut, liebe Kinder.
Man sollte immer die Kontrolle und die Beherrschung behalten. Aha. Also, dafür bist du so ein leuchtendes Vorbild, ja? Ja, definitiv. Vielleicht bist du eine Frau. Entschuldigung. Ich werde mich wieder beherrschen. Bitte nicht schlagen. Bitte nicht schlagen. Bitte nicht schlagen. Okay, sagt Mausi, schlagen. Au! Ich werde geschlagen. Ich werde vergewaltigt. Ich werde bestäubt. Ja, Mausi, wo ist gerade? Kommst du jetzt raus oder nicht? Ja, erwischt. Ich finde die andere Ratte nicht. Verdammt. Ja, denn nicht. Gehe ich zu umschwärmt und hol mir die Königin ab, damit sie mich bespucken kann. Hier meldet sich der Bürgermeister von Grafton aus der reizenden Innenstadt. Ich klinge so krabbelig, weil an unseren malerischen Seen riesige Krabbenkreaturen in Scharen aufgetaucht sind. Ich suche nach einigen Mutigen, die Schädlingsbekämpfer spielen wollen. Lassen Sie die Viecher nicht auf die Insel gelangen. Ah, da ist sie schon. Sie dürfen hier nicht brüten. Das ging ja mal wieder leicht hier. Fackel ab! Fertig. EP bekommen. Fackel ab. Ja. Ich hab kurz den Flammenwerfer benutzt. Lass mich. Ja, ja. Wach. Damit sie mich nicht bespuckt. Oh. Oh, ja, siehste? Siehste? Karma. Nee, das war ein spuckender Angler zu viel. Mit Anspringen, allen drum und dran. Mit Anspringen sogar noch. Und ich wollte Granate schmeißen. Kannst du nicht einfach so eine Granate schmeißen? Doch. Da tötet doch, Angler. Ich das wohl habe. Na, von mir doch nicht. Doch. Ich schmeiß doch nicht einfach so Granaten so sinnlos in die Gegend. Weiß alle, was du schmeißen könntest. Nein, Mausi schmeiß ich nicht. Und ja, ich könnte sie schmeißen. Auch noch. Ja, kannst du deine Maus nicht schmeißen? Ich hab jetzt nicht so ein Mannsweib wie dich, dass ich Kerle schmeißen kann. Nee, ich muss doch Aare auf der Zähne haben. Häuslich denn so. Ja, mit Haaren auf den Zähnen, ne? Da ist das Leben leichter als Frau zu ertun. Ja, denn? Also. Weißt du, weil sie keiner haben will, wa? Ja. Fangen die sich hoch. Ein riesiger Einsiedlerkrebs. Du ist er tot. Na, sowas nicht. Kannst du hier nicht einfach Einsiedlerkrebse, weißt du? Die siedeln sich da erst an und du machst sie einfach tot. Ja. Die haben auch Gefühle, ja? Ja, das ist wieder so ein Frauending, ich weiß. Ja. Ich hatte Hunger. Ja, schön. Du bist ja bald fertig mit dem Boden. Ja. No. Wenigstens ist mein Speicher intakt. Ja, wenigstens ist sein Speicher intakt, ja. Ja, wenn nicht der, welcher denn sonst? Ich will gleich wieder mit seinem Flambier reden, ab vorbei. Flambieren, ja? Ja. Na, ist ohne Leder. Seit wann ist es in dieser Gegend so gefährlich? Wobei, ich hab nur den Plasma bei. Du hast so ein Plasma bei? Ja, ein Plasma habe ich auch bei. Ich kann auch die Plasma-Gang gründen hier. Plasma-Gang. Die Leute schätzen es, ihre Nachrichten persönlich überbracht zu bekommen. Auf sie mit Gebrüll! Ja, so ein hysterisch Ding, sagst du, ja? Ja. Warum möchte ich hysterisch werden? Ja, hilfst du jetzt mal hier? Warum schießt du nicht? Ich muss mal nachladen. Ja, jetzt muss ich nachladen. Aua!
Ja, die so, dass tut jetzt mir weh! 250 Schuppen gemacht. Ey, und schon wieder schließt doch mal weiter. Kennt sie das? So, schießen. Also ich bin ja der Meinung, mein Flapper macht keinen Spaß bei sowas. Nee, die haben auch viel zu viel Energieresistenz. Bleib doch mal stehen. Ja, aber dann unterbricht sie mich immer. Wo kommen jetzt die ganzen Angler? So, nachladen. Ich kann doch eine Stunde zugucken dabei. Ich komme gerade nicht in meine Ego-Perspektive. Jetzt. Was hast du gesagt, Maus? Ich mach grad einen Hauptfest, ich wollte immer mal was sagen. Achso. Mach sie putt, meine. Mein Weib. Das ist ein legendärer, hast du schon? Oh. Der direkt vor mir. Okay. Ah, oh, jetzt musst du das auch den Messenger sagen, dass du nicht mal rausschmeißt. Ja, nee, ist klar. Was hast du bekommen? Attraktive Schaufel. Plasmaschleib. Du musst jetzt zur Boote hin. Ja, hier vorne. Ach da. Zum Häuschen weiter. Den interessiert das alles hier nicht. Mensch, bleib doch mal stehen. Hallo, stehen bleiben. Als ob die auf dich hören. Ja. Grüße sie. So, jetzt komm mal hier, Junge. Jetzt hängt er da hinten fest, oder was? Oh Mann. Der läuft schon noch weiter. Und nee, er läuft gerade in die andere Richtung. Naja, dann ist da noch irgendwas. Hat er schon wieder reagiert. Da wird bestimmt jemand froh sein, seine so, Nachricht weiter zu erhalten. Da ist nichts. Noch einen Angler vergessen. Nö. Jetzt läuft er. Feierlöf. Das war wieder Glitch. Gut. Das war, ist so dieser Rückwärtsglitch, der momentan so kursiert, weißt du? Achso, ich dachte, er ist einfach nur weggerannt, weil er die Frau labern gehört hat. Diese Art. Du? Oh nee, dann wieder. Muss weg. Kannst du natürlich auch Rückwärtsglitch nennen. Siehst du, da hast du doch die andere. Ja, jetzt. Schön, dass der Ener wieder so schön im Bau fest. Reload. Lass mich da einfach mal schießen. Und du sitzt da drinnen fest. Ja. Da hat ja einer mit Watz gezielt. Nö. Mit Watz habe ich wirklich nicht gezielt. Das ist einfach so Glückstreffer so. Aber jetzt komme ich nicht hin. Ja, als Frau muss man ja auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Auftrag erledigt. Auftrag erledigt. Achso, gab schon fertig hier oder was? Ja. Denn? Hab ich keinen mitgekriegt. Der Angler war interessanter. Angler geballert haben. Der Angler war interessanter. Was denn? Mach dich an ihn ran. Echt? Darf ich das? Ja. Du musst das merken, wenn du die von deinem Kerl Nackenschelle kriegst. Machst du ja nicht an fremde Angler ran. Ja. Du an meine Angel. Ah. Jetzt kommt Ra Ra. Oh Gott. Ra Ra Rasputin. Es gibt einen weiteren Unruh hier, den wir untersuchen möchten. Alle fähigen Männer und Frauen sollten sich zu den ausgewiesenen Koordinaten begeben. Nein, bitte nicht. Ich will noch ein bisschen 5 Minuten spielen. Du kannst mal mehr spielen. Ja. Keine Sorge, da brauchst du keine 5 Minuten. Nee, da brauch ich ja nur 3 Sekunden. Dann schläft sie ein. Ja. Ich dachte, wir lassen es knattern.
Ja, das dauert aber nur 3 Sekunden. Achso, ich dachte, ich kletter vor uns jetzt, aber. Ja, es ist nicht immer alles mit einem Furz zu regeln. Nee, aber nee. Einfacher. Ja, klar, einfacher immer. Ich hab Kopfschmerzen. Jetzt nicht mehr. Jetzt heute nicht so gut. So, da hast du Ruhe. Oh, ich glaube, ich muss noch. Immer wenn ich eure Geräusche so höre, ne, dann stelle ich mir immer von Drawn Together da den einen komischen Billy Bugs the Plenty da vor. Du bist gefahren. Oh, 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 oh! Ja. Aha. Ja, ich bin schon alt. Hast du was dagegen, Billy? Dass du alles nicht mehr bei dir halten kannst. Ach. Er hat immer beim Pupsen hat er immer einen halben Orgasmus gekriegt dabei. Ach so. Das ist ein ganz großer, weißt du? Mit Orgasmus aus Pupsen wurde ich noch nicht so sehen. Oh, mir schießt irgendwas im Hintern hier. Auf damit. Hör auf zu flitzen. So kann man unmöglich treffen. Du bist jetzt ja nicht, was ich mir jetzt für Flitzer vorgestellt habe. Ein Flitzer. Ja, das ist nackte Opossum, ne? 20 Titten, ja. Hat man ja schon. Oh, ist ja schon mal gut zu wissen, was du als Kalender hart nicht kriegst. Ja, bitte zu Weihnachten brauche ich einen neuen. Für nächstes Jahr. Ja, kein Problem. Haben auch alle drei Lippenstifte? Ich weiß es nicht. Strapsen. Oh, blutbefleckter. Handschuh. Meine Güte, ich bin Supermutanten und nicht hier irgendwie jetzt Blutadler haben. Ja, oh. So, wo haben wir den letzten? Rennt er denn bis da hinten hin? Warum rennt er jetzt schon wieder von mir weg? Du riechst! Schon wieder. Ich war doch erst duschen. Du hast die Furz. Mit deinem Fleischlappen. Mit deinem Fleischlappen. Was war vorhin eine Forelle? Ein Lachs oder? Lachs. Dann weißt du Bescheid. Gut. Aber nichtsdestotrotz gehe ich mir jetzt die Fleischlappen putzen und wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.